Der fünfte Sieg in Folge wollte den Darmstädtern gegen Bochum nicht gelingen. Defensiv standen die Lilien weiterhin stabil, im Angriff blieben sie diesmal aber etwas farblos. Allerdings blieb man auch im 10. Spiel in Folge ungeschlagen und kann sich somit weiterhin in der Tabelle nach oben orientieren. Ich denke, dass wir in dem Spiel so ein bisschen, ja, was ich auch gesagt habe, diesen flüssigen Ablauf mit dem Ball so haben vermissen lassen. Und defensiv hat die Mannschaft trotzdem gegen eine sehr gute Mannschaft gut gestanden. Das finde ich war auch sehr wichtig, weil man sieht, dass die Bochumer auch zu jeder Zeit torgefährlich waren. Darüber hinaus kann man jetzt nicht auch vermessen sein zu sagen, dass jeder, der hier hinkommt nach Darmstadt, wird einfach aus dem Stadion weggehauen, sondern was ich auch im Vorfeld gesagt habe, Bochum ist eine starke Mannschaft, haben gute Jungs drin und das haben sie auch unter Beweis gestellt. Sie haben eine gute Leistung abgeliefert und haben uns das Leben schwer gemacht. Und ich bin trotzdem zufrieden mit der Art und Weise und auch mit dem Stand jetzt, wo wir uns befinden. Und da gehört vielleicht auch mal ein Spiel dazu, das vielleicht in der Offensive nicht das Spektakel war wie in den Spielen davor, aber die Jungs zeigen eine Stabilität. Und es geht nicht irgendwie eine Woche top und die nächste Woche flop, sondern es war gegen Heidenheim top und jetzt war es trotzdem gut, meiner Meinung nach. Und das ist wichtig, dass die Stabilität da ist. Und ich habe auch den Jungs gesagt, wenn man nicht gewinnen kann, darf man nicht verlieren. Das haben die Jungs auch professionell gemacht. Und jetzt kommt ein anderer Gegner mit anderen Bedingungen und der Herausforderung werden wir uns auch stellen. Und die Jungs wissen, dass sie auch im Spiel mit dem Ball sich sehr gut entwickelt haben in diesem Jahr, haben gute Lösungen parat und die wollen wir natürlich auch gegen Karlsruhe zeigen. Am Samstag erwartet die Lilien in Karlsruhe nun auch ihr erstes Geisterspiel. Dies wird wohl nur das übliche Bild der restlichen Rückrunde sein, sofern sie überhaupt zu Ende gespielt wird. Auch das Land Hessen hat nun Großveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern untersagt. Die Deutsche Eishockeyliga hat zum Beispiel schon die Konsequenzen aus der Corona-Krise gezogen und die Playoffs für dieses Jahr ganz abgesagt. Zunächst einmal haben wir, glaube ich, alle Familien und Kinder und Familienangehörige, die natürlich in erster Linie im Vordergrund stehen. Und so ist es für uns auch. Ich denke, dass die Gesundheit der Menschen insgesamt immer im Vordergrund steht und der Sport natürlich und auch speziell der Fußball eine wichtige Angelegenheit in der Gesellschaft ist, aber dem ist, alles eher zweitrangig ist, sondern wenn die Gefährdung da ist für die Menschheit, sollte man über alle Schritte nachdenken. Und ich als Trainer würde das auf jeden Fall unterstützen. Und alles andere müssen dann natürlich auch die Spezialisten, die dann natürlich auch in den Gesundheitsämtern und Virologen und insgesamt dann auch diese Entscheidung dann zu treffen, wie es dann weitergehen soll. Wir bereiten uns trotzdem jetzt vor auf die Situation, die wirklich auch speziell ist, das muss man auch danach sagen, weil die Jungs wirklich Dauer auch Informationen bekommen von allen Seiten, medial, über Freunde und hier und da. Und keiner weiß so richtig, weil es auch, denke ich, im Moment nicht so die Richtlinie gibt, sondern es ist immer noch von Bundesland zu Bundesland, von Land zu Land insgesamt nochmal anders. Und jeder handhabt es ein bisschen auch auf seine Art und Weise. Und deshalb ist, denke ich, schon eine gewisse Unsicherheit bei den Leuten da. Aber wir sind alle Profis genug und wir wissen, dass wir Stand jetzt uns ganz normal auf das Spiel vorbereiten.